Also du machst, also du schreibst aufgrund von Beobachtungen, also Erfahrungen Genau, und so weiter und machst ja. aber konkrete Lösungsvorschläge und bietest auch Genau, die Lösungsvorschläge dazu. ja. Ja. Also wie ich vorher 10 Jahre lang das Kunstsystem analysiert habe, und dann darüber geschrieben habe, habe ich jetzt mein ganzes Leben genommen, habe die Gesellschaft auf meine Art und Weise beobachtet und ziehe jetzt meine Schlussfolgerung so, was könnte man ändern, was wäre sinnvoll. Ja. Ja, ich finde das interessant, weil ich jetzt schon so ein paar Parallelen auch entdeckt habe. Mich interessiert es auch immer, den Dingen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, eben beispielsweise, ich sage einfach, ich will herausfinden, wie das Leben funktioniert, Ja. und so weiter. Und ich habe eben für mich einfach die Variante gewählt, dass ich das als Künstler mache, so eben, und dass ich das eben zum Beispiel in einer Versuchsanordnung quasi auf einen Spaziergang reduziere und da beobachte. Und daraus sind zum Beispiel dann meine Beobachtungen eines Spaziergängers entstanden, wo ich dann eben sage, das und das sind Prinzipien, die ich beobachte, wie ich vermute, dass die Welt funktioniert. Das ist dann eben aber ein Kunstwerk, so, ja, genau. Aber es ist so derselbe Grundgedanke oder derselbe Anreiz eigentlich, vielleicht, wie du vielleicht auch hast, so hinter die Kulissen zu gucken, Absolut, absolut. gewisse Regeln zu erkennen, Mechanismen zu erkennen und vielleicht eben dann auch nicht gegen die Lebensprinzipien zu arbeiten, sondern mit den Lebensprinzipien zu arbeiten, so, und das Ja. auch zu nutzen quasi. Genau.